Hallo ihr Lieben, ich habe versprochen, Videos darüber zu machen, welche verschiedenen Techniken es zum Spinnen am Spinnrad gibt. Es ist natürlich insofern ein bisschen schwierig, als dass letztendlich jeder seine eigene Technik hat und seine eigenen Handbewegungen und es natürlich auch auf die einzelnen und sehr unterschiedlichen Fasern ankommt, wie man sie nun anpasst und wie man mit ihnen arbeitet. Aber es gibt eben schon ein paar grundsätzliche Unterschiede, die ich für mich festgestellt habe. Manche eben auch, die quasi belegt sind, in Anführungsstrichen, also die man auch nachlesen kann und die ich euch vorstellen möchte. Die zwei wichtigsten Unterschiede von Techniken sind die Auszugsarten. Der Auszug beschreibt eben das Ausziehen der Wolle aus dem Rohmaterial, also das Ausziehen der einzelnen Fasern, wobei man da eben zwischen einem langen Auszug, also einem langen Ziehen, und einem kurzen Auszug, also diesem kurzen Ausziehen, unterscheidet. Weil es einfacher ist, gerade für Anfänger, fangen wir mit dem kurzen Auszug an, den ich euch heute zeigen werde. Um kurz aber noch ein bisschen was dazu zu beschreiben, was ich noch unterscheide, ist sowohl beim langen als auch beim kurzen Auszug, wie man auszieht. Nämlich entweder nach vorne, das heißt eher in meinem Fall mit der rechten Hand, es kommt natürlich drauf an, welches eure leitende Hand ist, beziehungsweise ob ihr Rechts- oder Linkshänder seid, oder nach hinten. Auch das kann eben ein Unterschied sein und auch von den Fasern abhängen. Grundsätzlich ist der kurze Auszug, den ich heute zeige, fangen wir damit an, vor allem für kürzere Fasern geeignet. Das heißt, zum Beispiel eben Merino-Wolle ist so Mittel, oder eben, ich habe hier jetzt Gotland-Island-Wolle, mit der ich euch das zeige. Die ist ein bisschen stachelig, aber das ist ein Vlies und so weich. Oh, das ist so schön. Das sieht schon schön aus. Das könnte man sich auch so ins Bett legen und darauf schlafen, glaubt mir. Nein, ich tue sowas nicht, nur um was klarzustellen. Oder eben eventuell auch Baumwolle, da kommen wir aber nochmal später hin, weil das sind ja ganz kurze Fasern. Grundsätzlich ist es eher ungewöhnlich, dass man zum Beispiel eben ein Vlies, also kardierte Wolle, mit dem kurzen Auszug behandelt. Sekunde, Pip, knabbert gerne an irgendwelchen Sachen, der Hund. Sondern in der Regel ist der kurze Auszug für Kammgarne, also Kammzugverarbeitung, gedacht und geeignet. Das heißt, mit dem kurzen Auszug wird in der Regel ein Kammgarn hergestellt. Das tun wir jetzt hier nicht. Hier habe ich jetzt ausnahmsweise ein Vlies. Warum ist das? Weil eben Kammzüge wiederum eigentlich für den langen Auszug nicht so gut geeignet sind. Das werdet ihr dann aber im nächsten Video sehen. Benutze ich eigentlich auch diese Technik eher für Kammzüge. Ich habe nur kaum noch Kammzug da, auch um euch das zu zeigen. Deswegen heute eben mit dieser wunderschönen grauen, also naturgrauen Gotland-Island-Wolle, also eine Mischung aus Wolle von Gotland und Island-Schafen. Deshalb ist sie auch so ein bisschen meliert, da sind schon so ein paar weiße und auch ein paar dunklere Haare dazwischen. So. Was ist nun beim kurzen Auszug zu beachten? In der Regel halte ich beim kurzen Auszug, bei dem ich nach vorne ausziehe, also in diesem Fall mit der rechten Hand ausziehe, das Material, wie jetzt, auf meinem Schoß. Brauche also auch keine andere Stelle, um das zu lagern. Und die linke Hand bleibt immer am Material und eigentlich auch immer an der gleichen Stelle. Das heißt, mit der linken Hand halte ich hier wirklich nur und mache auf, wenn ich ziehe, und mache zu, wenn der Drall sich verteilt. Also wirklich nur auf und zu, ansonsten bleibt diese Hand an der Stelle, an der sie ist, während ich mit der rechten Hand immer wieder eine Öffnungsschließbewegung mache. Das heißt,
Ich öffne die Drehung, ziehe nach vorne. Ich öffne die Drehung, ziehe nach vorne aus und lasse wieder zurückwandern und ziehe auch die Hand dabei zurück. Öffnen, jetzt muss ich mal ganz langsam treten, damit ich euch das zeigen kann. Also ich öffne, ziehe aus und während der Faden sich verdreht, wandere ich mit der Hand wieder zurück, halte den aber nicht zu, er soll sich ja verdrehen. Öffnen, ausziehen, zurück, öffnen, ausziehen, zurück. Ja, und währenddessen, mit der linken Hand muss ich ja wirklich gar nicht viel machen. Ihr seht, dass das eigentlich nur in den Fingern passiert, ne? Also im Zeigefinger und im Daumen, dass ich quasi locker lasse und öffne in der Bewegung parallel zu meiner Hand, die also immer dreht und hoch und runter und dreht hoch und runter. Das ist schon das ganze Geheimnis des kurzen Auszugs, der eben, wie man sieht, alleine deswegen schon für Anfänger ganz gut geeignet ist, weil unheimlich viel Kontrolle über das Material da ist. So könnt ihr auch gut vielleicht, wenn ihr Anfänger seid, auch einen absichtlich kontinuierlich dickeren oder dünneren Faden machen, der eben wenig Unterschiede in der Dicke hat, da nicht so viele meinetwegen Fehler drin vorkommen, weil ihr eben immer sehr genau kontrollieren könnt, weil ihr wirklich immer nur kurze Auszüge macht. Und es ist vielleicht auch für diejenigen ganz gut geeignet, die am Anfang ihr Tritttempo noch nicht so ganz gefunden haben und vielleicht sogar einfach ein bisschen zu schnell sind, weil der Faden immer weiter eingezogen wird. Das heißt, ihr habt ja nicht diese Spanne, in der, wenn ihr einen langen Auszug macht oder auch einen kurzen Auszug nach hinten, das zeige ich gleich noch, in der ihr einen langen Faden habt und dann muss erstmal drei reinwandern und dann lässt man den aufziehen, sondern ihr habt so natürlich einfach die Möglichkeit, dass das Ganze eben immer weiter passiert und ihr euch wirklich nur auf das Ausziehen an sich konzentrieren könnt. Nachher zeige ich euch auch beide Techniken nochmal in der Nahaufnahme. Jetzt, was ist, wenn ich aber lieber, und das ist auch eine Frage des Geschmacks, nach hinten ausziehen möchte. Das heißt, ich ziehe lieber mit der linken Hand aus und lasse lieber meine rechte Hand da, wo sie ist, beziehungsweise oder die so ein bisschen mitwandern. Dann, jetzt rutsche ich ein bisschen näher ans Rad und mache mir ein bisschen was ab. Normalerweise würde ich das jetzt hier links hinter mir lagern, beziehungsweise dann arbeite ich eher mit Stücken, als dass ich jetzt viel auf dem Schoß liegen habe. Weil, dann arbeite ich an mir vorbei. Das ist zum Beispiel auch, wenn ich eher langsam arbeite, mit dem Fuß ganz gut, mache ich so kleine Stückchen. Ich drehe mit der rechten Hand nur ganz minimal auf und ziehe mit der linken Hand aus, wobei, wenn ich ausgezogen habe, halte ich eben hinten wieder mit, das mache ich mit den Fingern, wieder richtig fest, lasse dann den Drall reinwandern. Ausziehen, festhalten, Drall wandern lassen. Jetzt mein Rad gerade nicht. Ausziehen, Drall wandern lassen, ausziehen, Drall wandern lassen. Willst du wohl. Und dann lasse ich das einmal einziehen. Ne? Also, ich drehe kurz ein bisschen auf, ziehe nach hinten aus, mache wieder zu, lasse den Drall wandern, lasse die rechte Hand hinterher wandern, aufdrehen, nach hinten ausziehen, zumachen, Drall wandern lassen. Aufmachen, nach hinten ausziehen, Drall wandern lassen und auch hier, genau wie an der Spindel, ich habe ein Stück zu dünn, ich gehe ein bisschen zurück, drehe das auf, ziehe das wieder auseinander und lasse da den Drall wieder reinkommen und kann weitermachen. Das ist natürlich insofern für mich jetzt gerade ganz praktisch, diese Technik, um euch mal zu zeigen, was man am Spinnrad machen kann, um zu sehen, wie das Garn denn eventuell später aussieht, was ich da produziere, weil ich habe ja jetzt nur einen Einzelfaden, den ich hier spinne. Den nehme ich jetzt mal in der Mitte. Das geht natürlich auch bei allen anderen Techniken nur. Beim kurzen Auszug nach vorne müsste ich mir das jetzt halt mal so ein bisschen rausholen von dem Garn. Hier ist es ganz praktisch, ich habe jetzt mal einen längeren Einzelfaden.
Ich nehme den hier in der Mitte und klappe den einmal und schwupp. Der verdreht sich automatisch und ich kann mir eben angucken und mir sagen, ach, das ist aber gar nicht das, was ich haben wollte und so, wie ich wollte, dass es aussieht. Oder, oh ja, das ist ganz hübsch und schön weich und gerade finde ich das ganz toll und habe schon eine Vorstellung, dass da eine schöne Mütze draus wird oder sogar noch ein Schal dazu, weil das ein unheimlich schönes und warmes Garn ist. So viel zu den Auszugstechniken. Ich zeige euch die jetzt gleich noch mal ganz kurz in der Nahaufnahme. Dann könnt ihr euch das noch mal ganz genau anschauen. Und wenn ihr Fragen dazu habt oder Probleme damit oder sagt, Shanti, du hast Quatsch erzählt oder irgendwas anderes, dann schreibt ihr mir das unten in die Kommentare. Wenn ihr wirklich irgendwie richtig Probleme damit habt oder Hilfe braucht, dann schreibt mir gerne eine Mail. Alle Infos dazu unten in der Infobox, auch wenn mir noch irgendwas einfällt. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch noch viel Spaß beim Üben und alles Gute. Tschüss! Bevor ich euch gehen und üben lassen möchte, wenn ihr es schafft, schon nach einiger Übung, meines Erachtens nach, die Fasern auszuziehen, ohne den Faden aufzudrehen, sondern nur festzuhalten und auszuziehen, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Glaubt nicht, dass ihr irgendwas falsch macht, wenn euch das gelingt. Im Gegenteil. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass das Anfängern eher schwer fällt. Aber wenn ihr das könnt, umso besser. Dann ist dieses kurze Ausziehen nach hinten, was wir hier machen, im Prinzip auch schon eine gute Übung für den langen Auszug, den ich euch im nächsten Video zeige. Also festhalten und ausziehen, wie hier und wie ich das auch in der Nahaufnahme gezeigt habe, ist überhaupt kein Problem und absolut drin. Nur wie gesagt, einigen fällt es eben leichter aufzudrehen und auszuziehen und es ist natürlich auch eine Frage der persönlichen Technik. Jetzt viel Spaß und tschüss!